Herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Funcast auf sozialmarketing.de und ich begrüße ganz herzlich Claudia Neuhüttler. Richtig, gell? Von Care Österreich. Du hast gerade hier eine Table Session geleitet zu dem Thema Zeitungsbeilage, ein noch aktuelles Fundraising-Tool. Der Titel, du meintest eben schon, vielleicht nicht mehr ganz so toll, aber es geht ja ums Thema. Genau. Also Zeitungsbeilagen. Ist das was wir noch einsetzen sollten, ja oder nein? Was ist deine Meinung? In Österreich, ich kann hier wirklich nur für den österreichischen Markt sprechen, auf jeden Fall. Ja. Okay. Wir sind sehr kostengünstig. Mhm. Wir kriegen einen sehr netten Sozialrabatt von bis zu 90% in Österreich, okay, bei den verschiedenen Tagesmedien. Wow. Mhm. Ja. Sprich, eine Zeitungsbeilage kostet mich bei einer guten Auflage zwischen 3 und 9 Cent pro Stück. Mhm. Ja. Mhm. Das ist irrsinnig günstig, ja, und von dem her auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Also Care macht da sehr viel dann wahrscheinlich. Warum lohnt es sich, oder also Neuspenderakquise, Stichwort? Oder? Ist auf jeden Fall bei uns, ich habe jetzt auch mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, also wir schaffen rund 50% von den Spenderinnen und Spendern auf Zeitungsbeilagen sind Neuspender. Okay. Ja? Ja. Durch die Bank, also ja, kann man so sagen. Würdest du denn jetzt empfehlen, dass auch kleinere Organisationen in Zeitungsbeilagen gehen sollten oder... Nix schon. Auf jeden Fall, das ist auch ein super Medium, um gesehen zu werden, mhm, ja? Weil ein Prospekt schmeiße ich weg, öffne ich nicht in der Zeitung, ich öffne die Zeitung, selbst wenn ich die Beilage sofort wegschmeiße, erhasche ich doch die drei ersten Zeilen oder irgendwas und habe es im Hinterkopf, aha, die Organisation gibt's. Oder die Leute meistens heben sie ja auf, legen sie irgendwo hin, spenden vielleicht ein Jahr später. Also, okay, also fassen wir zusammen, Zeitungsbeilagen, nicht nur für große Organisationen oder bekannte Organisationen, ja, wir auch wie Care. Nicht so bekannt, ihr, okay, wie erhofft. Nein, ah, okay. Nein. Also, weil ich kenne Care, in Deutschland kennt man Care, in Österreich nicht so. Ja, auch die Deutschen kämpfen mit Bekanntheitsgrad. Okay. Aber ja, also wir sind auf keinen Fall so wie SOS Kinder oder Ärzte ohne Grenzen, noch nicht. Ja. Ah ja, okay. Also auch für kleinere Organisationen und mehr oder weniger bekannte Organisationen, Zeitungsbeilagen, ja, lohnen sich. Lohnen sich noch, ja, weil ab Februar 2014 mit IBAN-Umstieg könnte es problematisch werden. Okay, ja, da kommt dann nochmal SEPA ins Spiel. Ja, genau, okay, weil jetzt gibt es ja doch ein breites Feld, wo die Leute Name und Anschrift einfüllen. Aber bereits jetzt geben ein Drittel nichts bekannt. Ja. Okay, sprich, sie sind nicht bearbeitbar. Ja, ja. Und es wird sicher nicht besser. Claudia, vielen herzlichen Dank. Super. Ja.